Guten Abend und herzlich willkommen hier zu unserem nächsten Webinar bei JFD Brokers. Natürlich auch herzlich willkommen im Namen von JFD Brokers. Mein Name ist Stefan Fredrichowski und seid gegrüßt zu unserem heutigen Webinar. Ja, zu Vola-Breakout-Strategien mit Martingalen-Elementen. Man merkt schon, ich hatte Probleme mit der Namensgebung. Er ist ziemlich lang geworden, weil ich irgendwie ein paar Sachen mit reinbringen wollte. Vola steht übrigens eher für ein ATR, aber das mache ich meistens immer, wenn ich über Volatilität rede, benutze ich ohnehin nachher ein ATR. Breakout, gut, das ist klar. Und Martingale-Elemente sind vielleicht dem einen oder anderen vertraut, geben aber natürlich auf alles ein. Was haben wir eigentlich heute? Wir haben den 20. November 2018. Bringt mich natürlich sofort auf was ganz anderes, nämlich die WOT ist bald, also die World of Trading in Frankfurt. Ab Freitag bin ich, also ne, am Donnerstag reise ich an. Aber wer mich vielleicht persönlich treffen will, gerne und einfach zum JFD-Messestand gehen. Da findet man mich auch. Also, wer Interesse hat, mal auch persönlich mit mir ein paar Worte zu wechseln. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und vielleicht sehe ich da mal den einen oder anderen von euch dann auch direkt. Ansonsten kann man natürlich auch sonst mit mir in Kontakt treten. Ihr seht hier schon meine E-Mail-Adresse. Wie immer für Folien, die zwar jetzt auch hier schon hochgeladen sind. Das heißt, die könnt ihr bereits schon downloaden für das heutige Webinar. Ansonsten einfach genau diese E-Mail-Adresse benutzen. S.Friedrichowski, ich weiß, sehr komplizierter Nachname, at jfdbrokers.com. Also, sobald ihr alles hinter at, also jfdbrokers.com, richtig schreibt, erreicht es mich übrigens sowieso, weil, naja, da sind sehr aufmerksame Leute im Support, die ahnen dann schon, an wen es im Zweifelsfall gehen sollte. Wie ich heute hier den Namen der Teilnehmer entnehme, bin ich nicht der Einzige mit so einem verrückten Namenszusatz, also hinten dieses Ofsky. Ich sehe gerade, oh, nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Mein Gott. Wiederholen tue ich sie natürlich nicht, weil diese Namen sind immer fast eindeutig und es gibt da nicht so viele. Also auch mal eine interessante Sache. Schon zweimal hier die gleiche verrückte Namensendung. Gut, darum geht es natürlich nicht, sondern es geht um Vola-Breakout-Strategien mit Martingalen-Elementen. Was hat das alles zu tun oder was machen wir hier? Zum einen werden wir eine Breakout-Strategie machen, aber wir benutzen einen anderen Einstieg. Also wann? Breakout machen wir sonst meistens zeitorientiert. Das heißt, wir haben sonst bei Breakout-Strategien meistens sowas wie, wir nehmen eine Range 8 bis 10 Uhr und dann platzieren wir nach dieser Range aufgrund des Preis, der Preisspanne innerhalb dieser Zeitspanne unsere Buy-Stop und unsere Sell-Stop-Order. So gehen wir ja meistens vor. Hier sind wir uhrzeitorientiert auch, aber unsere Range wird einzig und alleine durch die Volatilität, also sprich jetzt nachher, wie ich schon angekündigt habe, durch den ATR gegeben. Na, und dann gehen vielleicht die Trades los. Und wenn die Trades mal nicht so laufen, wie sie sollen, dann kommt das Letzte hier zum Tragen, nämlich die Martingalen-Elemente. So viel schon mal grundsätzlich hier vorab, was die Eckpunkte dieser Strategie angeht. Natürlich kommen da noch ein paar mehr Details, ist ja logisch. Bevor jetzt aber wirklich Details kommen, muss ich endlich mal diese Folie hier zeigen. Ihr wisst, der Risk-Disclaimer darf nie fehlen. Also wir reden über Trading-Strategien, natürlich auch über Inhalte, über Ansätze. Schließlich und endlich ist es wie immer natürlich einzig und allein eure Verantwortlichkeit, wie es mit dem Trades anschließend damit vielleicht weitergeht, falls ihr entsprechende Sachen adaptiert. Aber ich glaube, das ist klar. Also, das Risiko kann weder ich noch JFD euch nehmen. Und jeder handelt natürlich auf eigenes Risiko. Gut, wir müssen natürlich nochmal reden über Martingale, weil wenn schon im Namen auftaucht, dann sollten wir hier nochmal einen kurzen Ausblick drüber machen. Hatten wir auch schon mal in einem Webinar, ist nur ein Slide und ein Excel-Sheet, will ich aber hier nicht vorenthalten, einfach weil es nochmal was Grundlegendes auch beschreibt und auch ganz wichtig ist, dass man das im Hinterkopf verstanden hat, weil eigentlich ist Martingale Teufelszeug, um es mal wirklich klar beim Namen zu nennen. Das erhöht das Risiko,
Und wir erkaufen uns damit was, nämlich eine höhere, nennen wir sie mal eben salopp, Trefferquote, oder zumindest auf der Gewinnseite. Aber man muss ja ganz genau wissen, was man tut. Und deswegen ist es mir wichtig, darüber zu reden. Dann gehen wir natürlich dann wirklich in die Strategie. Und ihr seht hier schon ein weiteres Element. Es geht nachher darum, die Positionen auch zu vergrößern. Das klingt wieder wie das nächste Teufelszeug, aber ist ja genau das Element, was aus dem Martingalen herauskommt. Wir werden nicht einfach stur irgendetwas verdoppeln, sondern wir machen es auch hier ein bisschen mathematisch, wobei die Mathematik dahinter wirklich sehr einfach ist. Also viel zu rechnen gibt es da nicht. Und dann gehen wir natürlich mal in Beispiele. Und ich will natürlich auch erwähnen, für welche Underlyings gerade diese Strategie besonders gut funktioniert. Ich habe daraus natürlich wie immer ein ganzes Portfolio kreiert aus irgendwie 6 verschiedenen Underlyings, wo ich dann auch eine bestimmte Methodik anwende, um mehr Sicherheit aus der Vergangenheit in die Zukunft zu kriegen, was meinen Erwartungswert angeht, wie die Strategie auch in Zukunft funktioniert. Das ist immer diese sogenannte Walk-Forward-Methode. Den Begriff habt ihr sicherlich schon bei mir zigmal gehört. Also ausprobieren in der Vergangenheit, anwenden, ebenfalls in der Vergangenheit, aber aus in der Zukunft der vorher gewählten Vergangenheit. Klingt alles jetzt ein bisschen komisch, aber ist genauso richtig. Es geht einfach darum, die Strategie mal in der Vergangenheit auszuprobieren, aber nicht als sturer Backtest. Und das wäre das Gegenteil davon. Genau das wollen wir natürlich nicht machen. So, Martingal. Ja, also wo kommt's her? Ganz einfach, ursprünglich einfach vom Roulette-Tisch. Und jetzt lassen wir mal eben beim Roulette-Tisch kurz die grüne Null mal beiseite, nur um es ein bisschen zu vereinfachen. Das heißt, wir gucken nur auf die roten und schwarzen Felder. Und was macht man normalerweise? Naja, man setzt entweder auf Rot oder auf Schwarz. Und wenn dann Rot kommt, dann bekommt man sozusagen das, was man eingesetzt hat, nochmal als Gewinn dazu. Und wenn die falsche Farbe kommt, dann ist das Geld halt weg. Und das Martingale heißt jetzt schlicht und ergreifend, wenn man verliert, verdoppelt man den Einsatz. Also eigentlich that's it. Also ich setze meinen 1 Euro meinetwegen auf Rot, es kommt schwarz, also ist mein Euro weg. Also setze ich beim nächsten Mal meinetwegen wieder auf Rot, setze dann allerdings 2 Euro und ja, und so weiter und so fort. Sobald man in dem Moment, wo man gewonnen hat, dann geht man wieder zurück auf seinen ursprünglichen Einsatz. Ich habe mal noch einen Backlink hier auch, kann man sich mal anschauen, was ich immer nett als Anekdote dazu finde, dass besagter Casanova ein Anhänger genau dieser Strategie war. Und gucken wir mal kurz, warum die irgendwie sozusagen nett erscheint. Also mit nett erscheint, mal kurz gucken, warum, wenn man das so anwendet, da schon mal ein irgendwie sehr netter Grundgerüst entsteht. Das nur als kleiner Exkurs hier in Excel. Ich mache das hier, mein Rot und Schwarz mache ich per Zufallszahl, indem ich einfach eine Zahl mache und je nachdem, ob es so größer oder kleiner 0,5 ist, habe ich dann sozusagen gewonnen oder nicht. Und wenn man mal hier jetzt teilweise kurz durchgeht, nur so als zur Illustration, was da passiert. Beim ersten Mal habe ich also 5 Euro hier in dem Fall gesetzt, weil die Zahl hier größer 0,5 war, habe ich verloren. Also ist von meinem Start ursprünglichem Kontostand 200 Euro, bin ich hier gesunken auf 195. Was mache ich beim nächsten Mal? Wie ich gesagt habe, ich verdoppel. Und also Einsatz hoch auf 10 Euro. Dummerweise war die Zahl wieder größer, 0,5. Also ich habe quasi wieder auf die falsche Farbe gesetzt. Also habe ich ja auch verloren. Dann beim nächsten Mal 20 Euro gesetzt und das war mein Gewinntrade. Und jetzt seht ihr, in dem Moment, wo mein erster Gewinn kommt, bin ich automatisch wieder oberhalb meines Einstandes. Und was jetzt hier abgebildet ist, ist schlicht und ergreifend eine Equity, wie beim Traden. Eigentlich könnte man das ad hoc wie beim Traden machen. Also ihr macht einen Trade, der Trade endet im Minus. Bleiben wir mal kurz bei zusätzlichen Sachen wie Chance-Risiko-Verhältnis 1 zu 1, um es mal abzukürzen. Naja, der Trade ist halt im Minus und dann machen wir beim nächsten Trade einfach den doppelten Einsatz. Bitte nicht stur so befolgen.
was passiert oder was kann passieren. Hier die Equity-Kurve ist natürlich schön. Ja, sie geht einfach nach Norden. Aber Achtung. Achtung heißt jetzt hier bei mir, ich lasse die Zufallszahlen mal neu würfeln. Das heißt, ich habe einfach eine andere Sequenz von Rot und Schwarz. Und ihr seht, dass zwischendurch meine Drawdowns hier schon mal diesmal deutlich größer geworden sind. Und da haben wir die eigentliche Krux des Martingal. Ich bin jetzt hier einfach durchgegangen. Also ich lasse hier einfach zu in der Illustration, dass mein Konto sozusagen ins Minus geht. Real, wisst ihr, was das heißt? Das Konto ist geplättet, man müsste nachschießen und. Das ist das, was passiert. Aber das ist das Grundgerüst von Martingal. Im Verlust verdoppeln. That's it. So stur wird hier diese Regel angewandt. Geht man so wirklich an den Roulette-Tisch, hat man zwei Probleme. Nämlich der eine ist sein eigenes Portemonnaie. Man braucht nämlich unendliche Ressourcen, um halt solche Drawdowns sozusagen verkraften zu können. Erste Limitation, nehme ich an, hat jeder. Keiner hat unendlich Geld, was er wieder einsetzen kann. Zweite Limitation, am Roulette-Tisch gibt es einen Maximaleinsatz. Und spätestens, wenn man an dem angekommen ist, kann man nicht mehr verdoppeln. Das heißt, die am Roulette schützen sich vor genau dieser Strategie mit einer entsprechend ganz einfachen Maßnahme. Und die andere Maßnahme ist die, ich habe ja jetzt noch die grüne Null oder die grüne Null noch vergessen, wo ich ohnehin auch noch verliere, egal ob ich rot oder schwarz gesetzt habe. Also so viel zum Martingalen Grundprinzip. Nur mal eben noch zur Illustration. Gehen wir mal wieder weiter hier in die Folie. Wir wollen natürlich was Besseres machen. Und jetzt fangen wir erstmal an mit dem Grundelement der Strategie selbst, also dem Setup für die Wohler Breakout Strategie. Wo jetzt der Bezug zum Martingalen kommt noch, ist dann schon gleich auf der nächsten Folie. Wir werden aber zwischendurch mal einen Chart bemühen, weil ich weiß, präsentiere euch eine Folie hier, die ist wirklich, ich glaube, schlechter kann man keine Folie gestalten, weil hier stehen ja nur Text und ich gehe mal durch. Und dann müssen wir es ohnehin anschließend im Chart machen, damit auch wirklich klar wird, wie diese Strategie funktionieren soll. Ausgangspunkt ist eine Referenzzeit. Also als Referenzzeit meine ich nachher sowas wie, 10 Uhr, 9 Uhr, 3 Uhr morgens. Was auch immer. Wir nehmen uns eine Referenzzeit. Eine Referenzzeit hat zwei Bedeutungen. Zum einen, ab dieser Uhrzeit beginnen wir mit dem Traden. Also zunächst mal platzieren wir nur zwei Order, aber ab da geht's los. Das ist zum einen die Bedeutung der Referenzzeit. Der zweite ist, zu diesem Zeitpunkt messen wir einen ATR. Ich nehme nachher übrigens als ATR-Periode, ich bin immer hier nachher in einem M5-Chart, stur eine ATR-Periode von 1440. Die Zahl ist nicht ganz vom Himmel gefallen, sondern die entspricht genau der Anzahl der Kerzen von einer Woche, bezogen auf den M5-Chart im Forex-Markt. Und das ist der ganze Grund, warum ich die 1440 nehme. Und ich werde die auch nachher nicht weiter verändern. Sinn und Zweck ist nämlich nicht wirklich genau die ATR-Periode. Ich weiß, davon hängt ab, wie weit man in die Vergangenheit guckt. Mir geht es mehr nur um die Frage, wie übergeordnet volatil ist der Markt gerade? Sind wir eigentlich gerade in einem Monstermarkt, so wie mal 2008 bis 10, wo mal so ein DAX in 5 Minuten mal eben 150 Punkte mal hingelegt hat? Oder sind wir eher in so einem ruhigen Geplätscher? Mehr will ich nicht. Das ist der Grund, warum ich den ATR-Wert messe zu meiner Referenzzeit. Dann brauchen wir einen Multiplikator. Das ist ein Multiplikator, den wenden wir genau auf diesen ATR-Wert an. Und der dient der Orderplatzierung. Also mal angenommen, der ATR, ich rede mal einfach, als wenn ich nur über DAX rede, der ATR ist gerade 15 und mein Multiplikator ist 2. Dann weiß ich jetzt, wo ich meine Order platziere. Und zwar ganz einfach, ich mache eine Buy-Stop-Order, meinen Close-Kurs zur Referenzzeit,
dann plus ATR mal diesen Multiplikator und das, die Sales Stop Order auf der anderen Seite. Also eigentlich ein einfaches Grundgerüst, auch wenn das hier so viele Zeilen auf dem Bildschirm gerade in Anspruch nimmt. Wir kreieren uns eine Range auf Basis unserer Referenzzeit, nämlich dem Close-Kurs zu dieser Referenzzeit und dann der Volatilität, also sprich dem ATR. Da ich aber jetzt nicht einfach sagen kann, wir nehmen genau den ATR-Wert, sondern da haben wir nachher einer unserer Freiheitsgrade. Wir haben deswegen so einen Multiplikator, vielleicht zweimal den ATR, dreimal den ATR. Und das legt unsere zwei Order, unsere Buy-Stop-Order und unsere Sell-Stop-Order fest. Garantiert ist die nicht unmittelbar ausgeführt, außer wenn jetzt wirklich in der ersten Millisekunde der Monster-Move passiert, sondern diese zwei Order liegen da. Der Stop-Loss für die Orders ist jeweils immer die Gegenseite. Also vom Buy-Stop ist da, wo der Sell-Stop liegt, sozusagen der Stop-Loss. Jetzt müssen wir natürlich eine Positionsgröße berechnen. Wie immer, wir nehmen uns ein Risiko vor, also ein Risiko an, in Euro, und dann ergibt sich automatisch die Positionsgröße. Also ich rechne nachher mal alles mit einem Risiko von 50 Euro pro Trade. Also je nachdem, wie groß jetzt diese Range ist, können das, keine Ahnung, 0,05 Lot oder 0,1 Lot sein. Hängt halt dann von der Range-Größe ab und natürlich von meinem Risiko, also jetzt hier in dem Fall von meinen 50 Euro. Kein Trade ohne Take-Profit und Stop-Loss, wie immer. Also wir brauchen einen Take-Profit noch für den Trade. Naja, und der ist einfach gegeben bei mir durch einen CRV. Also angenommen, meine Range ist jetzt in Summe 30 Punkte groß und ich nehme einen CRV von 1, dann liegt mein Take-Profit 30 Punkte entfernt. Also auf der Long-Seite dann nach oben und auf der Short-Seite dann natürlich nach unten. Das sind jetzt erstmal die Grundregeln dieser Strategie. Da ich ja nachher immer auch das Ganze ein bisschen optimieren will, frage ich wie immer, was habe ich also für Freiheitsgrade in dieser Strategie? Dann sind es genau drei, nämlich meine Referenzzeit, die auf M5-Basis kann die, also Uhrzeiten haben wie 10.05 Uhr, 10.10 Uhr, 10.20 Uhr, fragt mich nicht, also sowas wie das. Dann ein Multiplikator auf den ATR, vielleicht 1, vielleicht 2, vielleicht 3, vielleicht auch nur 0,5. Und dann mein CRV. Jetzt wollen wir das mal kurz nach so viel Text mal im Chart machen. Dann wird es hoffentlich auch hundertprozentig klar, was ich meine. Und da will ich mir einfach kurz einen Chart machen. Ich nehme, weil wir leichter im DAX-Chart sozusagen reden können, mache ich das jetzt hier in einem DAX-Chart, auch wenn ich nachher das meiste eigentlich im Forex-Markt machen werde. Aber die Strategie ist übrigens ohnehin auch sehr gut für den DAX geeignet. Ich habe schon gesagt, M5-Chart. Ich will mal eben hier die ganzen überflüssigen Linien, außer die Order, die offen sind, mal eben löschen. Weg. Die Indikatoren nehmen wir auch raus und dann sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Und jetzt stört mich noch was. Sorry, das hätte ich vorher machen sollen. Dann das Volumen raus. So, jetzt haben wir unseren M5-Chart für den DAX. Nehmen wir noch den Periodentrainer rein, dann sehen wir auch noch, wo die Mitternacht war. Also, M5-Chart DAX. Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen eine Referenzzeit. Ich nehme jetzt mal einfach als Referenzzeit die 9 Uhr. Das heißt, ich mache mir eine Linie bei 9 Uhr rein, wohlwissend, dass ich hier bei JFD natürlich bin. Das heißt, in unserer normalen Uhrzeit wäre das hier die 10 Uhr. Habe ich das richtig rumgemacht? Jetzt muss ich noch kurz nachdenken. Nein, die hängen uns ja immer eine Stunde zurück. Sorry, mein Fehler. Also, ab auf die 8 Uhr. So, da sind wir. Gut, da haben wir unsere Referenzuhrzeit und dann wollen wir ab da wollen wir traden. Das heißt, relevant ist der Close. Machen wir die Linie mal ein bisschen fetter. Dann so.
So. Da haben wir die Linie und ab da wollen wir traden und auf Basis des Close-Kurses, naja, der Kerze davor, weil unserer 8 Uhr Kerze der Close-Kurs liegt ja dann schon in der Zukunft. Das wäre also hier an dieser Stelle, also brauchen wir auch da nochmal eine Linie. So, machen wir auch die mal kurz fett, dann haben wir unser Grundgerüstzeug stehen. Ab da wollen wir traden. Jetzt brauchen wir natürlich noch den ATR. Kein Problem. ATR nehmen wir uns auch rein. Und ich habe gesagt, als ATR-Periode nehme ich sozusagen eine Woche. Jetzt habe ich da einen Fehler gemacht. Und zwar festes Minimum wollte ich, aber kein festes Maximum. So, also müssen wir jetzt eine ATR zu unserem Zeitpunkt messen. Der ATR ist 12,6 Punkte. Jetzt hier zur Illustration will ich da jetzt alles nicht ganz so genau machen. Also ich nehme da jetzt mal eben einfach 13 Punkte, auch wenn ich natürlich sonst das alles so genau rechnen würde. Und mein Close-Kurs, naja, der ist hier so 11.162. Machen wir mal einen ATR-Multiplikator von 2. Also würden wir jetzt hier einmal nach oben was draufsetzen und einmal nach unten was draufsetzen. Würde also hier 26 Punkte dann machen für den. Das heißt, unsere 1.162. Dann nehmen wir mal vorsichtshalb tatsächlich wie immer einen Taschenrechner, bevor wir uns hier noch verrechnen. 162 und das Ganze einmal plus 26 wäre dann eine 188. Das heißt, hier ist die Oberkante unserer Range und dann hätten wir hier die Unterkante unserer Range. So. Ist vielleicht nicht hundertprozentig mathematisch jetzt korrekt gewählt, aber hier haben wir jetzt die Range. Also, Logik wäre bei Stop-Order Oberkante, Sell-Stop-Order Unterkante. Und damit liegen unsere Order jetzt im Markt. Machen wir die mal ein bisschen dünner. Dann kann ich das hier leichter beschreiben. Okay. Da liegen unsere beiden Order. Und jetzt gucken wir mal, wie hier jetzt im weiteren Verlauf das Ganze passiert wäre. Okay, hier zwei Kerzen weiter wäre schon unsere Sell-Stop-Order wäre getriggert worden. Das heißt, ab dem Moment wären wir short im Markt. Also fehlt noch eine Information, unser Take-Profit. Take-Profit, machen wir mal Chance-Risiko-Verhältnis 1:1. Damit wäre unser Take-Profit, das Ganze waren jetzt hier 2x26, 52, also ungefähr hier, ja, das passt so ungefähr. Hier wäre ungefähr unser Take-Profit, machen wir dafür mal eine andere Farbe, und zwar irgendwas Grünes. So, da wäre unser Take-Profit. In dem Moment, wo jetzt hier unsere Sell-Stop-Order aktiviert wird, würden wir ohnehin unsere Buy-Stop-Order auf der Gegenseite löschen. Soweit, so gut. Wie geht es jetzt hier weiter im Kursverlauf? Hier ist alles ganz einfach. Noch ein paar Kerzen weiter. Irgendwann gut eine Stunde später wäre in diesem Fall mein Trade im Take-Profit gelaufen. Perfekt. Und damit wäre übrigens der Tag schon zu Ende. Weitere Trades würden wir dann nicht mehr tun. Das Ganze ist jetzt hier mit Chance-Risiko-Verhältnis 1:1. Mein initiales Risiko von 52 Punkten müssen wir leider natürlich in eine Lot-Size für den Trade übersetzen.
Und ein paar, hier ungefähr eine Stunde später, hätte ich meinen Take Profit erreicht. So weit, so gut. Das wäre sozusagen natürlich ohnehin der schönste Fall. Ist jetzt natürlich reinster Zufall, dass das hier gerade so ist. Ich habe es vorher noch nicht mal ausprobiert. Von daher war das jetzt noch nicht mal so gewollt. Damit ich hier aber weiterreden kann und euch die nächsten Details erzählen kann, will ich mal kurz meinen Take Profit verschieben. Mal angenommen, ich hätte einen Take Profit von 2 zu 1 gemacht. Dann heißt, mein Take Profit wäre nochmal weiter weg gewesen. Also grob ungefähr vielleicht hier. Einmal, das ist vielleicht ein bisschen zu weit. Ich rechne jetzt nicht mehr. Mir geht es nur um die Illustration. Dann wäre ja mein Take Profit hier vorläufig nicht erreicht worden. Sondern stattdessen, auch wenn das vielleicht gar nicht unbedingt der Fall gewesen wäre, wäre hier mein Trade in den Stop-Loss gelaufen. Hier käme es jetzt wirklich auf die absoluten Mini-Details an, aber wir tun mal so, als ob der Trade an der Stelle tatsächlich in den Stop-Loss gelaufen wäre. Was wäre jetzt bei dieser Strategie passiert? Bei dieser Strategie wäre zum einen natürlich der Trade im Stop-Loss, keine Frage, und wir hätten instantan einen Trade auf der Oberkante nach Norden ausgelöst, aber mit einer höheren Positionsgröße. Die Idee dahinter ist die, zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Loser-Trade. Ich gehe davon aus, dass jetzt mein Kurs nach oben weiterläuft, was er ja hier de facto nachher nicht tun würde. Dieser Trade muss ja meinen ersten Verlust-Trade dann mit verdienen. Also der soll den kompensieren. So ähnlich wie gerade in den Martingalen-Ansätzen. Jetzt habe ich hier allerdings ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1. Also müssen wir mal genauer nachdenken. Das machen wir allerdings auf einem anderen Sheet. Wie groß eigentlich jetzt meine Positionsgröße sein? Also um wie viel mehr muss ich mein Risiko erhöhen? Als wir noch beim Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 1 waren, ist die Rechnung einfach. Dann müssen wir genau verdoppeln. Dann würden wir unseren Trade auf der anderen Seite exakt doppelt so groß machen. Das heißt, unsere ursprüngliche Lotzahl, meinetwegen, das war ein Lot, dann auf zwei Lot hoch. Okay. Wenn wir allerdings ein Chance-Risiko-Verhältnis haben, ungleich 1, dann sieht die Mathematik dahinter anders aus. Und ihr werdet nachher sehen, wir kommen mit weniger aus. Um es mal gleich ganz genau zu sagen, bei einem Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1 brauchen wir die Positionsgröße nur ver-1,5-fachen oder unser Risiko ver-1,5-fachen. Die Mathematik dahinter ist übrigens einfach. Das ist 1 plus 1 durch CRV. Und ihr seht schon, wenn man die Gleichung aufstellt, beim Chance-Risiko-Verhältnis von 1 wird daraus genau der Faktor 2. 1 plus 1 durch 1. Und wenn ich ein Chance-Risiko-Verhältnis habe von zum Beispiel 2 zu 1, dann wird daraus ein 1,5. Kann man auch mathematisch ganz genau zeigen. Jetzt wäre also hier mein nächster Trade eröffnet. Dieser Trade, dieser Long Trade, wäre wieder 12 Kerzen später rund in den Stop-Loss gelaufen. Jetzt wiederholt sich das Ganze. Wir hätten jetzt hier wieder einen Short Trade eröffnet. Jetzt nochmal unsere Positionsgröße mal 1,5 erhöht. Und damit auch unser Risiko für den Trade. Und grob 2, 3 Stündchen später wäre dieser Trade dann in den Gewinn gelaufen. Und wir hätten genau so viel verdient, wie bei dem ursprünglichen Trade mit einem CRV von 2 zu 1. Das heißt, wenn mein Risiko 50 Euro war, hätte ich hier meine 100 Euro verdient. In Wahrheit hätte ich hier mehr verdient bei dem einen Trade, aber ich habe noch die anderen zwei Verlusttrades, die ich dann kompensieren muss. Ihr seht, wir iterieren hier. Und eigentlich ist der Kursverlauf, wie er hier heute ist, nahezu ideal, um diese Strategie zu illustrieren. Gucken wir mal ein bisschen mehr aus Distanz rauf. Wir haben nochmal hier diese zwei blauen Linien. Was ist denn das Worst-Case-Szenario für diese Strategie? Das Worst-Case-Szenario für diese Strategie ist, als wenn der Kurs hier sozusagen so sinusförmig immer gerade aus dieser Range rauslünkert, also rausgeht. Das wäre sozusagen der Worst-Case, weil wenn der
jetzt einfach nur zwischen diesen beiden, also nicht zwischen, sondern auch leicht drüber und leicht drunter, über diese zwei etwas dünneren blauen Linien geht, dann gehe ich immer raus aus der Range, öffne meinen Trade und irgendwann später auf der Gegenseite gehe ich in Stop-Loss, öffne meinen Trade nochmal wieder in die Gegenseite, der dann wieder ins Minus läuft. Also der absolute Worst Case für diese Strategie ist, wir gehen hier genau außerhalb dieser Range immer so raus. Also wie so eine Art Sinus, der hier nach oben einmal rauslunkt und dann einmal nach unten und jedes Mal werde ich ausgestoppt. Und da ich jetzt auch noch dieses Element habe, meine Positionsgröße jeweils zu vergrößern, wird mit jedem Trade mein Verlust nochmal größer. Jetzt kommt nur das Aber. Wenn dann aber nach diesem ganzen Rumeiern einmal in welche Richtung auch immer, entweder nach Norden oder nach Süden, Bewegung wirklich reinkommt, dann beende ich den Tag garantiert im Gewinn. Das ist natürlich jetzt interessant. Wir sind halt sozusagen die Frage, was kommt nachher häufiger vor? Dieses blöde Rumeiern bis zum Ende des Tages? Oder kommt wenigstens einmal am Tag so viel Bewegung in den Markt, dass ich in eine Richtung weit genug laufe? Dann bin ich automatisch am Ziel. Also das ist das, was hier grundsätzlich bei dieser Strategie passiert. Also ich fasse hier nochmal kurz zusammen. Referenzuhrzeit, ab der geht's los. Wir kreieren eine Range auf Basis des ATRs mit einem geeigneten Multiplikator. Damit sind unsere Limits klar, wo unsere Buy-Stop- und Sell-Stop-Order hinkommen. Und wenn wir mit einem Trade in Stop-Loss laufen, dann drehen wir die Position und vergrößern. Und über dieses, wie genau wir vergrößern, machen wir natürlich gleich nochmal eine eigene Folie, auch wenn ich die Formel gerade schon gesagt habe. In dem Moment, wo dann ein Trade endgültig in Take-Profit läuft, sind wir am Ende, also in dem Fall am positiven Ende. Damit ist der Tag automatisch ein Gewinnertag. Jetzt kommen ein paar Einschränkungen, wie ich mit dieser Strategie umgehe. Einschränkungen sind zum einen, ich beende den Trade immer spätestens um 22.15 Uhr. Ich gehe keinen Trade hier overnight. Ohnehin hätte ich das Problem angenommen, ich komme bis zum nächsten Tag zu meiner Referenzuhrzeit. Was mache ich denn dann, wenn ich immer noch einen laufenden Trade habe? Aber ich will mehrere Sachen vermeiden. Ich will keinen Overnight-Trade. Ich will vor allen Dingen keinen Overweekend-Trade. Auch wenn man den DAX zwar hier bei JFD 24 Stunden handeln kann, kommt nachts ein viel größerer Spread. Das will ich alles nicht haben. Ich will keine Swap-Kosten haben. Und deswegen beende ich den Trade, auch wenn er dann im Minus ist. Es hat einen zweiten Effekt. Das limitiert mir mein Risiko, weil bei dieser Positionsgrößenvergrößerung, die hier eintritt, wird ja auch mein Risiko immer größer. Und das will ich natürlich vermeiden. Gut, das war jetzt mal die Illustration von dieser langen Folie, die zig Zeilen hat. Und aber im Chart wird das Ganze dann durchaus viel einfacher. Das andere nochmal. Wir haben ein initiales Risiko, bei mir 50 Euro. Wenn der erste Trade schon in Take-Profit läuft, dann sind wir fertig für den Tag. Wenn der erste Trade in Stop-Loss läuft, wird unmittelbar ein neuer Trade in die Gegenrichtung eröffnet. Und die Positionsgröße wird vergrößert, damit also auch mein Risiko, um diesen ominösen Faktor 1+1 durch CRV. Die Mathematik dahinter ist übrigens ganz einfach. Das Ziel, wenn man mal hier eine Gleichung aufstellt, ist, dass in dem finalen Trade, der dann in den Take-Profit läuft, müssen alle vorherigen Verlust-Trades aufgefangen werden. Und wer da ein bisschen Mathematik drüber loslässt, der stellt fest, das ist die Antwort. Das heißt, die Positionsgröße muss genau um diesen Faktor hier vergrößert werden. Das will ich ebenfalls nochmal kurz illustrieren, weil das hat einen sehr wichtigen Nebeneffekt. Dieses 1+1 durch CRV. Auch hier nur schnelles Beispiel. Fangen wir mal an mit unserem ursprünglichen CRV gleich 1.
Ein erster Trade, das will ich hier nur kurz illustrieren nochmal mit diesem Excel-Sheet. Mal angenommen, mein erster Trade hat als Lot-Size eine 1 oder nennt es das Risiko von 50 Euro, wie auch immer. Dann seht ihr, der zweite Trade muss dann eine 2 werden. Der dritte Trade kriegt schon eine 4, also das Vierfache, Achtfache, 16-fache. Ihr seht, wie die schönen Zweierpotenzen hier hochlaufen. Wenn ich das also 21 Mal hintereinander machen würde, wenn also mein Kurs hier so dermaßen durch die Gegend eiert, dass ich 21 Mal ausgestoppt werde, dann hätte ich hier nachher eine Positionsgröße, die ist ja absolut gewaltig. Also die wird wohl keiner mehr von uns stemmen können, egal wie das initiale Risiko war. Jetzt kommt aber die gute Nachricht. Wir müssen ja nicht mit CRV1 traden, sondern zum Beispiel mit CRV2. Okay, auch nach 21 Mal wiederholen kommt hier schon eine gewaltige Zahl raus, von immerhin dem 3.325-fachen. Aber ihr seht, wenn ich das CRV etwas größer mache, dann führt die Positionsgrößenvergrößerung nicht gleich zu astronomischen Zahlen. Dass ich 21 Mal durch meine Range durchmarschiere, ist ja ohnehin glücklicherweise eher beliebig unwahrscheinlich. Umgekehrt, je größer ich mein CRV mache, was erkaufe ich mir damit, umso mehr muss dann final dieser eine Trade sozusagen laufen, damit er auch in den Take-Profit läuft. Das heißt, wie immer habe ich hier so eine Art Trade-off zwischen, am liebsten will ich natürlich zum Beispiel CRV von 10 nehmen, weil dann kann ich mir auch diese ganzen Positionsgrößenvergrößerungen auch ohne Schwierigkeiten leisten. Umgekehrt muss natürlich auch mein Trade, der Finale, der den Gewinntrade dann machen soll, muss der natürlich auch laufen. Also bezogen zum Beispiel gerade auf mein Beispiel im DAX mit den Parametern, die ich genommen hatte, ATR mal 2 war 26, die Range ist dann 52. Das hieße, mein Kurs, also mein DAX müsste jetzt dann um 520 Punkte laufen. Davon gibt es nicht mehr allzu viele Tage, wo genau das passiert. Das heißt, wir müssen da irgendwie so eine Art Trade-off finden zwischen dem CRV und dem, was wir in der Lage sind zu stemmen. Also sprich, was wir uns quasi leisten können, wenn wir hier unsere Position jeweils so vergrößern. Das ist das Grundgerüst der Strategie. Jetzt gucken wir uns mal an, wie sowas auf eine komplette Zeithistorie läuft. Ich will auch da einfach ein Beispiel mal kurz zeigen. Ich kann das mal eben rechnen lassen. Ich kann das übrigens leider nicht mal eben in ein Excel-Sheet gießen, weil für diese Strategie hier brauche ich M5-Daten, weil ich muss immer diese Positionsdreherei machen. Wenn ich hier Stundendaten nehmen würde, dann weiß ich wieder nachher nicht, welches Ereignis ist zuerst da und. Und deswegen mache ich das, ihr wisst das, einfach hier über C-Programme. Jetzt habe ich hier unten gerade eins gestartet, ist alles ein bisschen klein, ist auch nicht so interessant. Das Einzige, was ich jetzt nochmal gleich eben sagen will, was ich jetzt gerade gemacht habe. Also ich trade jetzt aktuell den Euro-US-Dollar mit einem ATR-Multi von 3 und einem CRV von 1 und ich mache das Ganze auf Basis von 10 Uhr. Das ist die 600, die hier als letztes steht. Ihr wisst, bei mir werden Minuten oder die Uhrzeit immer in Minuten nach Mitternacht angegeben, also eine 600 ist eine 10 Uhr. Jetzt gucken wir uns dazu mal die Equity an mit dieser Strategie. Oh ja, das ist sie. Komplett gerechnet seit 2004. Und irgendwie interessant, mal nur als Nebenbetrachtung, bis hinein in die Finanzkrise hat die Strategie mit diesen Parametern quasi nicht funktioniert. Und dann gar nicht mal so schlecht. Zwischendurch allerdings auch mal ein paar heftigere Drawdowns. So sieht eine Equity-Kurve für diese Strategie aus. Für mich heißt das interessant genug. Da sollten wir reingehen. Das ist
auf jeden Fall wert, es weiter zu verfolgen. Wir gucken uns ganz konkret mal für diese einen für diesen einen Fall mal nur an einem Beispiel kurz an, wie denn dann so eine Trade-Sequenz eigentlich abläuft. Das C-Programm spuckt die immer hinten aus, und deswegen können wir da jetzt im Nachhinein mal drauf gucken. Ich will eigentlich nur auf Folgendes hinaus. Das ist jetzt nicht einfach mal eben schnell hier alles so zu verfolgen. Das Ganze fängt hier irgendwie am 2.1.2004 an. Da wird ein Trade eröffnet und der erste Trade ist dann schon mal gleich ins Minus gerutscht. Dann gibt es noch einen zweiten Trade und ihr erinnert euch, ich hatte CRV1, das heißt, der zweite Trade kriegt dann das doppelte Risiko. Deswegen geht mein Risiko von 50 € hier auf 100 € hoch. Entsprechend habe ich irgendwie eine andere Positionsgröße. Aber auch dieser Trade endet im Minus. Und dann war der Tag vorbei. Und weil der Tag vorbei ist, gehe ich auch nicht mehr hin und verdoppel neu. Nächster Tag wäre hier 5.1. Wir starten einen Trade. Dieser Trade läuft und läuft und läuft. Er erreicht weder Take Profit noch Stop Loss. Er wird beendet bei mir einfach am Tagesende. Deswegen gibt es hier mal einfach so eine 3,92 €. Dann der nächste Tag macht einen Gewinntrade, und so weiter und so fort. Und so seht ihr, wie das sich hier aufsummiert. Manchmal haben wir auch hier so Sequenzen wie zum Beispiel hier. Das markieren wir mal eben, wo wir halt drei Trades brauchen. Der erste Trade geht in Stop-Loss, der zweite Trade geht in Stop-Loss und der dritte Trade ist dann mein Gewinner-Trade. So sehen dann solche Sequenzen hier aus. Ich kriege noch eine Zusatzfrage, die ich auch schon mal gleich beantworte. Ich begrenze nicht den maximalen Verlust pro Tag. Antwort: Doch, mache ich. Kommt gleich nochmal extra. Ich bin einerseits schon dadurch geschützt, dass ich ohnehin nur bis zum Ende des Tages sozusagen überhaupt dieses Szenario mache. Da bin ich jetzt noch nicht wirklich geschützt, sondern es könnte ja noch diese ominöse, absolut blöde Hin- und Herwackelei sein, die immer genau aus der Range rausragt. In Wahrheit limitiere ich nachher in der finalen Strategie, nicht in dem, was ich hier gerade bisher zeige, mein Risiko auf 10-mal vom initialen Risiko. Das heißt, bezogen auf meine 50 € gehe ich kein Trade ein, der nachher ein höheres Risiko hat als 500 €. Weil ich einfach noch zusätzlich das Ganze limitieren will. Das aber gilt noch nicht für das, was wir uns hier gerade angucken. Wenn wir schon mal sowas machen, dass man mal den positiven Einfluss sieht, wenn man mit dem CRV hochgeht, das will ich mal eben zeigen. Und zwar, indem wir hier mal einen anderen Parametersatz machen, gehen wir mal auf CRV2. Lassen den einfach nochmal eben neu rechnen und gucken uns dann nochmal die Equity an. Ihr seht, die Rechnung geht recht fix, obwohl es 5-Minuten-Daten sind. Und dann kriegen wir diese Equity-Kurve raus. Sie wird schon ein bisschen handsamer, also schon ansehnlicher, ein bisschen glatter, hat natürlich immer noch auch kräftige Drawdowns, aber sie soll ja nur mal illustrieren, was denn mit dieser Strategie so in Summe möglich ist. Es wird in der Tat hier bezogen auf den Euro, US-Dollar, immer besser, wenn man mit dem CRV hochgeht. Der Grund ist wir können uns dann halt diese Verdoppelei, also nicht verdoppeln, wir verdoppeln ja nicht, sondern 1 plus 1 durch CRV einfach besser leisten. Und ihr seht, sie wird immer ein bisschen stetiger, in dem Fall mit dem CRV. Ich will noch kurz illustrieren, weil ich hier jetzt mal einmal in der ganzen Illustriererei bin, dass man auch mal sehen kann, dass das hier doch tatsächlich eher so eine Art Heavy Martingales irgendwas ist. Ich habe mal vorher mir ein paar Zahlen aufgeschrieben, die ich mal traden will. Ich gehe jetzt mal mit dem CRV sogar kleiner 1, nämlich von 0,7 und ich mache auch mein ATR-Multi auch kleiner, nämlich auch mal auf 0,7. Das heißt, wir haben eine engere Range, die wir jetzt setzen.
Und naja, hier ab dem Moment, wo wir mit dem CRV kleiner 1 unterwegs sind, gehen wir noch nicht mal nur hin und verdoppeln, sondern es wird also dann noch heftiger. Und dann kriegt man solche Equity-Kurven wie zum Beispiel diese. Und da sieht man wieder genau sofort auf einen Blick, da geht jemand hin und macht Heavy Martingale. Meistens geht's gut. Nur ab und zu haben wir hier, ihr seht die Linien, die Spikes nach Süden, die sind heavy. Und hier ist jetzt auch keine Risikobegrenzung drin. Ich gehe bis zum Ende des Tages hin und mache diese Positionsgrößenvergrößerung, ja, so wie die Mathematik es jetzt sozusagen hier erfordert. Und deswegen kriege ich natürlich mal zwischendurch auch mal riesige Tagesverluste, die ich aber dann wieder ausgleiche. Ihr seht, weil die Equity-Kurve geht dann trotzdem schön weiter. Und da sehen wir so ein bisschen auch die Krux dieses Strategietyps. Ohne Risikolimitierung, deswegen bin ich schon mal dankbar für die Frage, weil sie gerade kam, die jetzt hier nämlich nicht drin ist, kriege ich zwar ganz saubere Anstiege in meiner Equity-Kurve, die erkaufe ich mir aber durch gnadenlose Zwischenverluste. Da stellt sich natürlich die Frage, kann und will ich die aushalten? Wird nochmal explizit gefragt, schließt du die Trades im Forex auch am Ende des Tages oder erst am Wochenende? Nein, ich schließe die auch am Ende des Tages. Also hat einfach damit zu tun, ich will nicht in die Spread Aufweitung reinlaufen, die ja dann auch kommt. Erst recht wird das relevant, wenn wir hier mit kleineren ATR-Multis arbeiten, weil dann ist die Range sehr klein und dann können wir allein durch die Spread-Aufweitung irgendwann aus den Trades rausgekickt werden. Ich will keine Swap-Kosten haben. Ja, und zum anderen hat das was mit der Risikobegrenzung zu tun, weil ich ja nicht ewig, ich bleibe mal kurz bei dem Wort, verdoppeln, dann beibehalten will. So sieht das aus. Kann man auch alles schön rechnen. Jetzt wollen wir noch mal kurz reinschauen in die Folien. Und dann will ich euch auch die Equity-Kurven zeigen, wie es final geht. Warum zeige ich noch mal diese Folie? Weil es mir genau um diese Risikolimitierungen geht. Zum einen, ich hatte schon erwähnt, bei dem, was ich als nächstes zeigen werde an Equity-Kurven, ist es so, dass ich das Risiko limitiere auf 10-mal vom Initialen. Das heißt, wenn dann der letzte Trade auch mit dem Risiko von beispielsweise 500 € in Stop-Loss läuft, dann ist endgültig vorbei an dem Tag und ich eröffne keinen weiteren Trade mehr. Die anderen Limitationen entstehen einfach genau dadurch, dass auch irgendwann ist 22:15 Uhr, dann ist für mich Ende. Also ich habe einfach einen Timestop. Und so wie vorhin mal auch in dem Excel-Sheet von der einen Equity-Kurve gezeigt, ja, dann endet halt ein Trade bei 3,12 €. Plus oder minus, wie auch immer. Das führt aber ebenfalls auch zu einer Risikolimitierung, weil ich halt nicht ewig mit diesen Positionsgrößen Anpassungen arbeite. In Summe habe ich also dreimal so eine Art Zähmung für das Martingale. Nämlich zum einen, ich habe ein maximales Risiko. Zum anderen fahre ich die Strategie mit CRVs größer 1, was dazu führt, dass ich nicht immer verdoppeln muss. Ihr habt ja vorhin mal gesehen, dass hat man größere CRVs, dann wird das Ganze durchaus auch handhabbar, also auch mit normalen Konten. Und die dritte Risikolimitierung ist einfach die durch den Zwangsclose am Tagesende. Letztere wäre natürlich im Forex-Markt für die alle Wochentage außer Freitags noch nicht nötig, weil zumindest haben wir da keine Gap-Risiken. Aber dann kommen halt die anderen Nebeneffekte. So sieht das Ganze aus. Jetzt will ich euch mal gleich in das Portfolio entführen und auch sagen, welche Underlyings sind eigentlich gute Underlyings und welche Underlyings sind eigentlich schlecht für diese Strategie. Da stehen sie schon. Für diese Strategie sind gut genau die, die auch mal durchaus Trends aufweisen können. Also zum Beispiel australischer Dollar, US-Dollar, Euro, japanischer Yen, Euro, US-Dollar, US-Dollar, kanadischer Dollar, Gold und auch der DAX ist dafür richtig gut. Was wir brauchen, ist immer diesen einen Ausbruch, der dann auch mal passieren muss, weil der muss unseren Tag dann auch nach vorne retten.
Was ihr jetzt hier nur mal illustrationsweise seht, ist dann das Portfolio für diese, in dem Fall 5 Underlyings. Der DAX ist hier nicht drin, weil ich muss gestehen, den DAX hatte ich bisher ganz aus der Betrachtung raus. Den habe ich jetzt hier kurz vorm Webinar überhaupt gerechnet und weiß, dass es gut ist, aber deswegen ist der jetzt noch nicht hier im Portfolio mit drin. Dann kriegen wir eine durchaus ansehnliche Gesamtequity-Kurve raus. Und das Ganze ist jetzt hier walk-forward gerechnet. Das heißt, ich passe die Parameter alle 5 Wochen an und ändere sie entsprechend der jüngeren Historie auf dann bessere Werte. Ich will aber da mal mehr Beispiele zu zeigen, damit ein bisschen klarer wird, was wir eigentlich haben. Gucken wir uns mal beispielsweise den Euro-US-Dollar an, der da auch in diesem Portfolio drin ist. Dann aber jetzt sozusagen richtig gerechnet heißt mit Risikolimitierung, mit und dann Walk Forward nochmal für die, die diesen Begriff zum ersten Mal hören, ist, ich optimiere meine 3 Parameter für einen Zeitraum in der Vergangenheit. Sagen wir mal, ich gucke mir das Jahr 2010 an und versuche meine 3 Freiheitsgrade so gut es geht zu bestimmen. Und dann wende ich die einfach mal im Januar 2011 an. Und das sind dann die Trades, die jetzt auch hier in dieser Tabelle gelandet sind. Und dann mache ich das wieder von vorne. Optimieren, anwenden. Das heißt, was ich dann hier habe oder zeige, sind dann immer die Trades in der Zukunft aus Sicht der Optimierung. Und das dient einfach, um mehr Sicherheit für die Strategie zu kriegen. Hier werden jetzt in dem Excel-Sheet werden alle Trades immer zusammengefasst für einen Tag. Das heißt, es gibt jetzt hier nicht jeden Einzeltrade aufgelistet, sondern das wäre dann zum Beispiel mal die Equity-Kurve für den Euro-US-Dollar. Jetzt werdet ihr sagen, okay, das könnte doch schöner sein. Geht da nicht was besser? Selbst vorhin, die wir hatten, war doch schon irgendwie besser. Ja, weil die war nicht walk-forward gerechnet, sondern die war sozusagen von Hand optimiert auf den gesamten Zeitraum. Ja, es geht besser. Gucken wir uns mal was anderes an, was dann wirklich schön aussieht. US-Dollar, kanadischer Dollar, wie da dann eine solche Equity aussehen kann. Und gucken wir uns die mal an. Die sieht dann folgendermaßen aus. Und da werdet ihr wahrscheinlich gleich alle sofort sagen, ja, das ist doch dann durchaus eine Equity-Kurve, wie ich sie in meinem Konto auch sehen möchte. Ja, sie hat Phasen, wo sie nichts verdient, aber zum Glück auch in dem Fall nicht allzu viel verliert. Sie hat auch natürlich immer noch Drawdowns, keine Frage. Aber in Summe bekommen wir so einiges hin. Hinterfragen wir doch mal, wie Parameter dafür aussehen. Auch das will ich euch ein bisschen genauer zeigen. Und außerdem verrate ich damit auch gleich, wie sie denn aktuell sind für dieses Währungspaar. Ich muss hier kurz was sortieren, dann haben wir es. So. Und jetzt gucken wir mal kurz hier rein, dann gehen wir mal durch, was denn hier typische Parameter sind. Also hier steht immer für einen bestimmten Zeitraum in der Vergangenheit, was wir denn da für ein CRV beispielsweise hatten. Und ihr seht 3,25, 3, 2,8 und so weiter und so fort. Gucken wir uns über die kompletten 14 Jahre zurück an, dann wäre das der Verlauf, wie man jeweils optimalerweise das CRV gesetzt hätte. Ihr seht, dass ab und zu kommen hier Änderungen, manchmal sind die Änderungen groß, meistens sind sie eher klein. Das war jetzt bezogen auf die letzten 14 Jahre, das zu wählende CRV in dem entsprechenden Zeitraum. Trotzdem können wir hier schon mal festhalten, dass wir hier auf CRVs in Richtung 1 kommen, ist eher selten. Meistens sind wir sogar oberhalb von 4. Andere interessante Frage, wann ist denn eigentlich der Moment der Orderplatzierung? Das ist diese
Reference Minute hier. Gucken wir uns auch die mal an. Da wird es nämlich fast ein bisschen langweiliger. Außer in der jüngeren Vergangenheit war es hier immer zwischen 700 und 800, das sind die Minuten nach Mitternacht. 600 ist 10 Uhr, 660 ist 11 Uhr, 720 ist 12 Uhr. Also so grob um 12 Uhr. Das heißt, um 12 Uhr ging es immer los. Dann wurden die Trade-Sequenzen gestartet, dann wurde die Range gebildet und dann haben wir die Order platziert. Und das relativ stabil. Außer in der jüngeren Vergangenheit ist die Optimierung mal auf etwas gegangen, was bereits um 7 Uhr morgens war. Also das ist eine 420. So kriegen wir jetzt gerade mal ein Gespür für die Parameter. Gucken wir uns noch den letzten an, unserer drei Freiheitsgrade. Das ist der Multiplikator auf den ATR. Dass wir auch da mal sehen, wie denn Walk-Forward da so reagiert. Naja, man sieht, im Wesentlichen gibt es eigentlich nur zwei. Einmal einen relativ kleinen, da werden also wirklich ganz kleine Ranges gebildet, aus denen wir hin und her wackeln. Und ab und zu machen wir die Range auch mal größer. Also wenn diese ATR-Multi deutlich größer ist. Ich weiß, ich muss zugeben, wenn ich die Strategie jetzt hier so vorstelle, kann ich nur das Gerüst vorstellen. Dadurch, dass ich sie nun mal walk-forward mache, muss man immer neu optimieren. Und ich kann jetzt auch nicht einfach sagen, nimm genau den einen Parametersatz und die Welt ist in Ordnung. Und dann sollte man das die nächsten 10 Jahre genauso traden und ist automatisch reich geworden. Aber ihr wisst, so ist eh nicht meine Denkweise übers Traden. Aber so ist das Gerüst für die Strategie, dass wir einfach diese drei Freiheitsgrade immer neu anpassen und dann entsprechend auch traden. Jetzt habe ich gerade gefragt, hey, kannst du mal irgendwas auch zum DAX zeigen? Jetzt kommt noch eine andere Frage, die zieht sich auch vorhin, warum wir auch mal vorhin Up-Spikes bei CRV kleine 1 hatten. Ja, das sind die Mini-Gaps, die auch im Forex-Markt mal vorkommen. Die schlagen dann zu und dann wird ein Trade auch mal, deswegen gibt es auch schon mal kleine Spikes nach oben. Das ist also einfach nur ab und zu gibt es halt auch Forex-Markt auf dem M5-Chart kleine Gaps und die tragen zumindest bei solchen Parametern wie gerade dann wirklich schlagen die zu. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Jetzt hatte ich versprochen, ich will auch mal einmal was zum DAX zeigen. Und zwar komplett statisch, also über den kompletten Zeitraum. Hier ist es jetzt so, um 11 Uhr morgens werden die Trades platziert. Das CRV ist 2 und der ATR-Multi ist 0,5. Denken wir mal an vorhin. Das heißt, unsere Range wäre, unser ATR war 13, macht 6,5, also wäre die Range gerade mal 13 Punkte groß. Und die Equity-Kurve, die man dann erzielt, sieht zum Beispiel so aus. Und da kommt dann auch wieder sofort dieses Martingale. Aber trotzdem sieht es natürlich auch schön aus. Leugnen will ich das nicht. Macht man es nicht ganz so brutal von den Parametern und dann auch wieder wirklich walk-forward. Auch das will ich einmal zeigen. Und ihr wisst, ihr könnt gerne die Excel-Sheets hier haben, auch wenn das jetzt im Wesentlichen alles CSV-Dateien sind. Dann sieht die Equity-Kurve so aus. Und auch die ist nicht ganz verkehrt. Mit dem Nebeneffekt, dass genau in jüngerer Vergangenheit wir eine Seitwärtsphase haben. Worauf ich einfach hinaus will, ist, für den DAX ist diese Strategie ebenfalls sehr, sehr gut geeignet. Woran liegt sowas? Naja, es sind immer die Underlyings, die auch mal eher so mal laufen. Also wir brauchen ja eine Bewegung am Tag in eine Richtung. Dann ist alles gut. Und das ist genau das, wovon dann, deswegen funktionieren zum Beispiel Underlyings wie australischer Dollar, kanadischer Dollar für diese Strategie eigentlich eher gar nicht. Weil der macht nämlich genau das, was ich vorhin am Chart gezeigt hatte, eher so eine sinusale Bewegung und es passiert eigentlich gar nichts. Gut, jetzt muss ich nochmal kurz auf andere
eine Frage noch eingehen. Bei ATR-Multiplikatoren von kleiner 1 ist der Stop-Loss aber sehr eng. Beides ist eng. Also da, die ganze Range wird dann eher klein. Das hat aber übrigens nichts mit dem M5-Chart selbst zu tun, sondern vor allen Dingen mit dem kleinen Multiplikator. Okay. Achso, da kam auch schon die eigene Korrektur dazu. Die Strategie manuell zu traden würdest du wahrscheinlich nicht empfehlen, wenn man nicht den ganzen Tag vor dem PC sitzt. Ja, ich würde es folgendermaßen sagen. Man kann die Strategie traden, muss dann allerdings sozusagen sich ein Zeitfenster geben und einfach sagen, okay, man macht das Ganze, sagen wir mal, von 10 Uhr bis 12 Uhr, aber dann ist Ende, weil länger hält man wahrscheinlich eh nicht durch. Und natürlich darf dann der ATR-Multiplikator nicht so klein sein, weil sonst kommt man nicht mehr schnell genug nach. Insofern, ja, also es ist nicht die einfachste Strategie, um sie manuell zu traden, aber man kann auch da einiges rausholen. Wichtig ist mir, wie immer, das Konzept. An dem Konzept zum einen, man bildet die Range und tradet diese Range und dabei bleibt man dann stur. Und zum anderen, ja, man kann auch martingale Elemente verwenden, aber bitte nicht in Reinstform und mit unbegrenztem Risiko. Das können wir uns eh nicht leisten. Und deswegen, diese Risikobegrenzungen sind hier absolut überlebenswichtig. Deswegen stehen sie hier auch nochmal auf meiner Summary-Folie drauf. Wir brauchen allerdings halt mehrere Elemente, um es zu zähmen, diesen Ansatz. Tagesende, CRVs Größe 1 und ein absolutes Maximalrisiko ebenfalls beachten und dann wird aus der ganzen Sache ein Schuh. Jetzt sind wir ja schon am Ende des Webinars und will aber schon gleich einen kleinen Ausblick machen. Die Strategie eröffnet nämlich andere neue Möglichkeiten. Was ist denn gut an der Strategie? An der Strategie ist, oder wann ist sie profitabel? Sie ist dann profitabel, wenn an einem Tag auch wirklich mal was passiert. Also wir brauchen wenigstens mal eine Bewegung in eine Richtung, die halt bis zum Take Profit führt. Dann ist diese Strategie sozusagen automatisch gewinnbringend. Na, dann denken wir doch mal umgekehrt. Was sind denn so Tage, an denen genau dieses Kriterium erfüllt ist? Na, das sind doch genau die News-Tage. Also zum Beispiel freitags Non-Farmers Payroll-Daten, alle 2 Wochen. Oder das sind doch genau alle Zinsentscheide. Das sind doch die Tage, wo doch mal wirklich Bewegung in den Markt kommt. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass rund um die News selbst wir natürlich nachher auch noch Slippage und Spread-Aufweitung und sonst was haben. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, eigentlich ist doch diese Strategie ideal, genau für die Tage, wo also mit Bewegung zu rechnen ist. Na, und das schreit doch geradezu nach dem nächsten Webinar, weil da sind wir doch, wir wissen doch, wann News sind. Das Schöne ist doch, die stehen doch im Kalender. Das heißt, eigentlich sollten wir diese Strategie vielleicht gar nicht an jeden Tag einsetzen, so wie ich es jetzt hier gemacht habe, sondern vielleicht genau nur an News-Tagen. Da müssen wir noch ein bisschen überlegen, wie wir mit potenzieller Slippage umgehen, ob wir die mal zumindest grob mit einrechnen als Gefahrenquelle, wie auch immer. Die Strategie ist immer dann gut, wenn wir nicht dieses sinusförmige Rumgeier haben, sondern wenn irgendwann in eine Richtung und meinetwegen auch erst im dritten Versuch der eine Ausbruch kommt. Dadurch, dass wir auch diesen dritten Versuch meinetwegen noch akzeptieren, macht es nichts, wenn wir zunächst erstmal noch ein kurzes Rumeiern haben. Hauptsache, bis zum Ende des Tages laufen wir dann in eine Richtung weg. Und das ist die Idee dahinter. Andere Zeiteinheiten, werde ich noch gefragt, würde ich gar nicht, andere Zeiteinheiten ist für die Strategie sozusagen nicht wirklich das richtige Wort. Einfach deshalb, wir müssen immer dann unseren Trade drehen, naja, wenn
wenn der eine halt in Stop-Loss läuft. Das hat weniger was mit dem M5, M15, H1 und sonst was zu tun, sondern es ist halt zu tun. Von daher hat die Strategie nicht so wirklich eine Zeiteinheit. Genau. Dann kommt nochmal eine interessante Idee hier gerade auf. Man könnte das Ganze ja auch umdrehen und statt einer Ausbruchs eine Konterstrategie daraus machen für die entsprechend anderen Underlings. Super gut erkannt. Weil wenn wir eher eh nicht dran glauben, dass mal nachhaltige Ausbrüche kommen, dann würde sich genau das anbieten. Und um den Bezug auf meine News und Zinsentscheide und zu nehmen, heißt das, dann sollten wir genau die Tage nicht nehmen, wo damit zu rechnen ist, dass heftigere Bewegungen kommen. Also ihr seht, wir sind da auf einem guten Weg. Und eine Strategie haben wir jetzt schon fertig für die trendstarken Underlyings. Deswegen steht es auf dem Summary-Folie hier so. Und der Ansatz an sich ist halt wirklich super einfach. Ab einer bestimmten Uhrzeit geht's los, Breakout auf Basis vom ATR. Und Verlusttrades werden teilweise dadurch kompensiert, indem wir die Positionsgröße vergrößern. Aber dadurch, dass wir mit dem CRV Größe 1 traden, ist es bei weitem nicht so brutal wie der ursprüngliche Martingale-Ansatz. Soweit von mir. Vielleicht. Also natürlich erstmal noch allen einen schönen Abend, logisch. Und vielleicht sehe ich auch den einen oder anderen direkt in Frankfurt auf der Messe, auf der World of Trading. Bitte outet euch, kommt auf mich zu. Ihr erkennt mich, ich euch meistens nicht. Und wenn ihr mich, warum auch immer, auch nicht seht oder erkennt am JFT-Stand, fragt irgendjemand an dem Stand, wo ist der Stefan? Dann werdet ihr automatisch sicherlich zu mir hingeführt oder zumindest wissen die Leute, wo ich denn gerade bin. Soweit von mir. Euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Tschö.